Ja, liebe Leute, Viertelfinale, Rückspiel Manchester City und es geht weiter heute hier bei FIFA 21. Und dann hatten wir das Duell in der Liga, das Derby zum Meistertitel. So, jetzt gehen wir kurz in die Pressekonferenz schnell noch. Thanks, guys. We're gonna get started with the questions now. So. Ja, Klammergebnisse sind nie schön. So. Das war okay, guys, we're out of time. Thank you very much for attending. Apologies if you were unable to get a question in. Na dann, auf geht's ins Match. Das wird nicht einfach werden, definitiv nicht. So, die Truppe bleibt so, wie sie stehen, wie sie im Hinspiel. Ich hätte da ja Lario reinsetzen können noch. Ist egal, alles gut. So. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Jetzt. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Ich bin Wolf Fuß. Gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Viertelfinal-Rückspiel also in der UEFA Champions League. Heute erfahren wir, wer den Einzug ins Halbfinale schaffen wird. Manchester City gegen Schalke 04. Ich bin gespannt, ob City heute mehr abrufen kann. Heute gilt's. Aber so knapp wie die Hinspielniederlage war, müssen wir schon festhalten, verloren ist die Sache hier noch nicht. So, geht gleich los ins Match hier. Champions League Viertelfinale. Rückspiel. 2-1 Heimsieg, der Hinspielsieg. Ja, ein Tor von City, dann sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Also, wenn das hier 0-0 ausgeht, bin ich zufrieden, aber ne, es wird nicht einfach werden. Blue Moon läuft da im Hintergrund. Die Startaufstellung von Manchester City. Sie greifen heute zum Tiki-Taka, dem berühmten Kurzpassspiel. Keine einfache Taktik, aber sie haben das richtig gut drauf. Ja, Wolf, da brauchst du natürlich die richtigen Spieler. Du brauchst Leute mit hohem Spielverständnis, die diese Taktik einfach erfordert. Und du brauchst eine unglaubliche Disziplin. So. Hier sehen wir die das ist unsere Ausstellung. Wir haben ein bisschen Tor was geändert im Rückspiel. Und jetzt geht's weiter. Heute entscheidet sich. Wer zieht das Halbfinale ein? Manchester City oder Schalke 04? Wir wollen natürlich den Weg als Titelverteidiger weitergehen, aber einfach wird es heute nicht. Aber jetzt vielleicht mal Karl Leitsch. Die erste Chance, Karl Leitsch. Chance 0 in der 4. Minute. Plötzlich steht 3-1.
also in der Addition. Jetzt muss Manchester Minimum zwei Tore schießen, um in die Verlängerung zu kommen. Drei, um weiterzukommen. Und so setzt man schon mal den Favoriten unter Druck. Paulinho, Kalajdzic. Ja, ja, der hat da gerade nach Alario geschrien. Mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war Gedanken. Keine Chance für Ederson. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung. Genau so hat er sich das erhofft. Tor Nummer 5. Es geht weiter in diesem Spiel. Neuer Spielstand insgesamt 3:1. Also Addition 3:1. Das ist schon mal der erste Schritt. Ja, wenn da keiner mitgehen würde. Oder wenn einer mitgehen würde. Arnold! Arnold, durch die Treffer in das Tor. Arnold! Und der Ederson verhindert das 7,8 Minuten. Das muss ins Tor. Und dann wäre das 1:4 schon gewesen in der Addition. Und die Schalke machen hier manchmal einen richtigen Betrieb. Der Ball kommt rein. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Ja, geht gut dazwischen. Also, zwei dicke, dicke Chancen wie Schalke 04. Die haben eine davon genutzt. Durch Kalajdzic. Eine ziemlich identische hat Ederson nochmal. Ederson nochmal entschärft. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Hazard. Sie erhalten den Einwurf. Ist abseits, da hat das Timing nicht gestimmt. Ja, guter Ball, gut dazwischen gegangen. Hazard. Hazard kommt aber nicht vorbei. Phil Foden. Gomez. Geht dazwischen und hat den Ball. Ah, der Leimer. Maximiliano Gomez. Der Ball zieht vorbei. Sie bekommen den Strafstoß. Es gibt Elfmeter für Manchester City, 21. Minute. Okay. Savic sieht gelb und er wird heuer vor. Und ich glaube, es war tatsächlich richtig. Weil De Bruyne abschließen kann. Also, der ist Elfmeterquiller gegen De Bruyne. Halt eins! Alles wieder offen! Kevin De Bruyne mit dem 1:1 Ausgleichstreffer durch den Fahrelfmeter, der auch richtig und richtig war, aber der Neuer kann nichts machen. In Addition beider Spiele ist nun 3:2, es geht weiter. Hazard. Ja, vielleicht noch ein bisschen Glück in Cancelo. Ja. Flanke von Eden Hazard. Ederson. Gut gelöst. Und Schalke probiert es weiter. Also City ist wieder ein bisschen drin. Man hat sie wieder unnötig stark gemacht. Man hatte nach 8 Minuten die Chance auf das 2:0. Nicht an, weil im Aus Einwurf. Und da war plötzlich mehr drin. Ah, sie verlieren den Ball. Und dann hat dieser blöde Elfmeter und plötzlich sind die Citizens wieder der Abseits erstmal. Sterling. Latza. Ja, Ball kommt nicht an. Eden Hazard jetzt. Sieht vielversprechend aus. Schönes Ding jetzt mal. Hazard. Da ist er alleine durch. Hazard. Ja, da ist er zur Stelle, Ball gewinnt. Zu einfach gerade diese Ballverluste. Man will es wieder, einfach viel zu viel zu klein klein die ganze Zeit. Man will da irgendwie gerade den Ball ins Tor tragen. Paulinho. Und jetzt der Ball auf Maximilian Arnold. Der ist eben schon mal durchmarschiert, aber jetzt mal kommt er nicht durch. Ja, das sind genau diese Nadelstiche, ja, die ich meine. Man kriegt viel über Paulinho. Viel hin.
Und da ist der Ball wieder weg. Ballverlust. Nee. Abball. Manchester City mit dem nächsten Angriff. Nächster Angriff. Ah, gut gegen Foden. Der Foden spielt ihn aus. Foden. Viel. Foden. Damit kann ich hin. Und De Bruyne im letzten Moment. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlt es um die letzte. Ja, jetzt kriegt es gerade ein bisschen zu sehr Druck gegen sich. João Cancelo. Cancelo. Ab zum Einwurf für City. Jetzt könnte die Flanke in den Strafraum bringen. Cancelo Arnold, wieder mal. Nächster Einwurf. Zu früh. Sterling. Oh, ich dachte mir gerade, wer nimmt den nächsten Elfmeter? Nein. Es steht 1:1 und damit ist alles offen. Wenn Sie jetzt mit aller Macht verteidigen, dann hätten Sie das Halbfinale erreicht. Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League. Wir machen nun weiter mit der zweiten Hälfte. Da müsste es jetzt gerade ein bisschen. Also, ich nehme jetzt keine Zeit für die Uhr oder so. Ich versuche es gerade einfach ein bisschen. Paulinho. Oh, Pass! Dann ist es! Salva Kalajdzic! Zu früh gefreut! Da den kriegt der auch noch an. Direkt am Beginn der zweiten Halbzeit das nächste Tor, aber. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Die Gelegenheit. Stark, das war's mit der Chance. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an für den FC Schalke. Ja, Richter kommen nicht frei gegen Sterling. Gebt mal. Da sind wir natürlich mit von der Partie. Arnold! Jetzt vielleicht die Flanke. Marco Richter! Mann, das ist zu einfach alles momentan. Ederson kann schon mit dem zu einfach die Dinger finden. Der Distanz vor allem läuft. Da müssen wir das Tor schon machen. Richter. Wieder bei gegen Davis. Marco Richter. Richter! Ederson! Sensationell! Damit raus! Ecke kommt ins Zentrum. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Da oben, der vorne den Ball. Abbruch. Eden Hazard. Oh, Paulinho! 2-1! Sauber! Also, Sie müssten schon drei Tore kassieren, um rauszufliegen. Wenn Sie konzentriert. Richtig, 4-2 City würde reichen. Das, ja, eine kleine Vorentscheidung sein. Ja, das ist schon bitter, in der Situation den Ball zu verlieren. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung. Da stimmt dann natürlich die Zuordnung nicht mehr. Es wird ausgenutzt und es fällt das Tor. Darf nicht sein. Ja, Zuversicht sieht anders aus. Seine Miene passt zum Spielverlauf. Heute geht wenig bis, ja. Überhaupt nicht gerade. Aber ja, sind immer noch ein paar Spiele zu, ein paar Minuten zu spielen. Also es hat gerade jetzt ein bisschen Druck gemacht. Hat jetzt immer mal wieder drauf gegangen. So, jetzt wächst Doppelwechsel. Bei den Gelsenkirchen dann. Gar nichts. Kalajdzic hat sein Tor gemacht, hat seine Aufgabe gelöst. Hazard hat nicht viel gebracht, Gosens will jetzt rein. Und jetzt aber zeigen, was er halbe kann. Eine Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Also jetzt dürfte City sogar mit 3-2 gewinnen. Und Schalke wäre trotzdem in der nächsten Pokal, wäre trotzdem in der nächsten Runde. Jetzt ist die Kugel weg. Sieht einfach aus, aber. Zu einfach gerade, da muss auch Schalke ein bisschen aufpassen. Zweikampf. Fängt ja! Ab. Work up. Einwurf Schalke. Oh, jetzt werden sie wechseln. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Ball verspringt, klar, schwache Ballannahme hier, aber der Druck war auch. Kein Abseits zu Beginn. Gosens. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Gosens! Da holt er den Ball zurück. Breel Donald Embolo.
Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Ja, Foul. Entscheidet auf Freistoß für Schalke. Und Freistoß. Baku dreht sich weg. Schlecht verteidigt. Baku! Aber Ball geht neben das Tor. Knappe Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Also ein bisschen Ruhe haben wir jetzt gerade reingekriegt. Dieses 2-1 hat City erstmal zumindest den Zahn gezogen. Dass sie nicht so mega Druck machen mehr, aber jetzt müssen wir. Vielleicht machen wir jetzt doch das nächste Tor. Ach, der Rosso, ein ehemaliger von uns. Vorteil, Schalke 04 bleibt am Ball. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Schöner Pass jetzt. Gute Chance. Wird der zum Champions League? Hält! Wird er! 3-1, Halbfinale! Ja, es hat funktioniert! Erst geleitet und jetzt Alari, und jetzt Burkhardt mit den Toren. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das dürfte es dann endgültig gewesen sein. Ach, das sieht so langsam wirklich nach Resignation aus am Spielfeldrand. Das ist ja Frust pur, aber bei dem Spielstand auch kein Wunder. Wir machen weiter beim Spielstand von insgesamt 5:2. 3-1 also kurz vor Ende der Begegnung. Und wer ist dann der nächste Gegner für Sie? Der nächste Gegner des FC Schalke 04 heißt Borussia Dortmund. Und da sollten sie einfach ähnlich stark agieren. So, jetzt Burkhardt, 4-1 Ende und Gelände. Brett sich durch gegen drei Mann und kommt da durch. Was willst du da machen? Die sind unglaublich diszipliniert, spielen das ein ums andere Mal perfekt. Ja, da hat er die Situation blitzschnell schnell erkannt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Wow. Eingewechselt, Doppelpack. Schalke steht im Halbfinale. 4-1 bei Manchester City. Puh, nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das so in der... Das, was da ohne Probleme hinging. Jetzt kommt tatsächlich noch Alario. Der wird aber für Paulinho kommen. Er steht nun insgesamt 6:2. Weiter geht's in diesem Spiel. Wow. Er überzeugt heute nicht als Passgeber. Erneut so ein hervorragender Pass. Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. So, Freistoß für uns. Und dann ist es Alario, Alario, meine Fresse, er lässt sich City in den letzten Sekunden auseinandernehmen. Drei Tore am Ende nochmal. Und jetzt ist es doch Alario, der noch reinkommt und seinen Treffer macht. Immer verlagert oder für Burkhardt. Und hier sehen wir, hier nachgesetzt. Immer wieder diese Querpässe. Das 1-0 ist so gefallen. Cool, aber ich hatte die Chance auf das 2-1. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen auf das 2-0. So. Luca Salario, Tor Nummer 10 für ihn, hat doch noch seinen Treffer gekriegt. Yeah.
83, 87, 90, die drei Tore am Ende nochmal. Das mit dem 2-1 wären sie weiter gewesen, das mit dem 1 zur Pause wären sie weiter gewesen. Dieser Sieg in Manchester war eigentlich ja verdient, natürlich, klar, und das hat ihn immer nicht gefährdet. Was steht im Halbfinale? Wie er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll, also überragend. Und man hätte man jetzt auch höher ausgehen können, weil eben Ederson einige Dinger geholt hat. Also deswegen ist es halt verdient. Früh 1-0, dann der Bräune der Elfmeter, der gerechte Elfmeter und dann Paulino 60. 2-1. Und dann ja in den letzten knapp 7 Minuten machten sie noch 3 Tore. Schalke steht im Halbfinale. Da oben, der vorne den Ball. Eden Hazard. Oh, gefährlich. Sie haben das Tor. Also sie müssen schon 3 Tore kassieren um. Schöner Pass jetzt. Gute Chance. Wir läuft auf den Keeper zu. Die Riesenchance. Die Schalker mit dem Tor. Eigentlich hier, die bei City-Verteidiger steht sich hier komplett auf den Füßen. Und dann. Sie stehen hoch, sie machen Druck und sie machen das Tor. Wolf, was willst du da machen? Und dann nochmal hier dieser Ball auf Alario von Jonathan Walker eingewechselt. 3 Scorerpunkte heute. Man of the Match definitiv. Ein fantastisches wurde dann übrigens für Kalajdzic eingewechselt zur Pause. Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Und dann ist 1-5 das Endergebnis. Wir stehen in der nächsten Runde, stehen im Halbfinale, ist es verdient. Wir haben 28 Torschüsse und damit sind die Bayern, glaube ich, auch raus, ne? Weil die 0-0 gegen Dortmund nur gespielt haben. Also steht Dortmund genauso wie wir im Halbfinale. Apropos Borussia Dortmund, jetzt muss ich gleich gucken. Jetzt 2-0 haben sie gewonnen, das ist sogar in München. Also stehen die Dortmunder tatsächlich mit den Schalten wie uns im Halbfinale. Genauso übrigens wie auch Atletico und der FC Liverpool. Also Atletico, Liverpool oder Dortmund. Einer von den dreien werden, der wird der Gegner sein. Apropos Borussia Dortmund, das ist der nächste Gegner in der Liga. Und ich glaube, bei dem Sieg können wir sogar tatsächlich. Upsi, Entschuldigung. Ja, Dortmund ist der nächste Gegner in der Liga, das ist ganz klar. Da wollen wir natürlich den Sieg holen, weil wir brauchen ja natürlich den. Wir wollen natürlich den Titel heute klar machen, oder was heute, morgen klar machen. Und da freue ich mich, wenn ihr wieder dabei sein würdet bei Let's Play FIFA 21 und Nachrichten. Ich habe noch so viele Nachrichten gerade. Millionen nochmal gekriegt wegen Champions League, wegen dem Halbfinaleinzug. Ja, wie dem auch sei, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Duell mit Borussia Dortmund. Und ich glaube, mit dem 30. Spieltag, wir haben jetzt aktuell schon 10 Punkten. Jo, dann sind wir Meister. Und da freue ich mich drauf, wenn wir das wirklich dann ausgerichtet in Dortmund sogar klar machen. Bis dahin.